Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Danke, Pavel. Das haben wir noch nicht gelesen, ne? Nein. Reich. Der Schwarze war hier, im Konzentrationslager des Reichs, aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden. Und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt und die Kreatur wirklich an Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarze jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie also die Verkörperung des Bösen und der Korruption darstellen. Und mit dieser Information begrüße ich euch herzlich. Willkommen zurück zu Metro Last Light Redux-Version. Wir versuchen immer noch vor den Faschisten zu fliehen, indem wir uns... Security, Platz machen! Das Glück meint es gut mit uns. Unsere Späher haben eine echte Schatzgrube gefunden, den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräte. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Versuchen hier durchzukommen, indem wir undercover uns aber rausschleichen. Die D6 wurde von Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Arzt zum Teufel! Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet und sind gekillt! Was zum Teufel? Warum schießt du einfach? Warum schießt du einfach in die Luft? Ach du Heiliger. Artyom, los! Haben wir geschafft, oder? Okay, Pavel. Scheiße, bist du okay? Halte durch, Artyom, halte durch! Es geht schon. Das ist ein Miststück! Auf den Boden, du Miststück! Ich erinnere mich, ich schieße! Pass auf, dass er dir nicht in den Rücken schießt. Halte durch, Artyom, halte durch! Nur noch etwas länger! Wen? Ich schieße ihn nur an, okay? Das reicht doch, oder? Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ah, ich weiß nicht, ob Pavel mir den Weg zeigen wird, weil er ein Roter ist. Deswegen Polis ist nicht so sein Gebiet. Aber das war's von heute von Metro Last Light. Wir haben ein Kapitel geschafft. Nein, natürlich noch nicht.
Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel? Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Wo hast du deinen Hut gefunden? Mal wieder. Okay, raus hier. Der bringt uns nichts mehr. Endstation, was? Yep. Nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Na, dann gehen wir halt, ne? Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Rohr. Ach, hast du auch gefunden? Komm her, Artyom. Oder meinst du ein anderes? Du meinst wahrscheinlich ein anderes. Artyom, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Doch, doch, auf mich wartet sie. Ich muss mich umgucken. Weil vielleicht gibt's hier ja was Schönes. Ja, gleich. Ich habe da schon eine schöne Sache gefunden. Jetzt will ich noch andere schöne Sachen finden. Jaha. Oh, du bist aber nervig. Gut. Du wirst mir aber auch helfen, oder? Okay. Warte hier, während ich mich umschaue. Na super. Ninja, bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Ach du Heiliger. Ich weiß nicht, ob das hier die beste Position dafür ist. Eine Kommunistin-Ratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mache ich mir keine Sorgen. Was? Scheint so. Ach, kommt schon. Nachladen! Das ist nicht dein Ernst. Ach, komm schon. Das war doch nicht euer Ernst. Und da sind natürlich noch ein paar mehr. Ey, also Stealth ist hier nicht mehr so gut möglich. Aber ich versuche trotzdem so viel wie möglich zu erledigen. Während ich nicht gesehen werde. Aber wir können Pavel nicht einfach zurücklassen. Das ist so ein kleines Problem. Ach du Scheiße. Ah! Fuck! Stirb! Warum schießt du noch weiter, wenn du eh schon auf dem Boden liegst, Kollege? Ist das dein Kopf? Tatsache, das ist dein Kopf, oder? Nein, tust du nicht. Ich glaube, ich bin hier nicht das Schwein, tatsächlich. Nachdem ich weiß, was ihr alles getan habt, bin ich noch sehr human mit meiner Einschusspolitik. Ist das eine Schrotflinte? Das ist eine Mini-Schrotflinte. Cool. Auch die nehme ich aber gern. Schrotflinten kann man sehr, sehr gut gegen Mutanten einsetzen. Oh. Ein Gewehr mit Visier noch besser für uns. Ich meine, das Standardvisier ist nicht schlecht, aber ich sag jetzt nicht nein dazu. Da ändert sich nichts, wenn ich da rangehe. Na super. War hier gerade was?
Irgendwas konnte ich aufnehmen. Ich kann den Schlüssel aufnehmen. Das heißt, es gibt hier wahrscheinlich wieder irgendwo irgendwo was Verstecktes. Hier schon wieder. Ich konnte gerade was aufnehmen. So, und mein Revolver kann ich auch mal upgraden. So. Was kann ich hier aufnehmen? Nichts. Okay, dann gehen wir mal auf die zweite Etage, schauen uns weiter um. Wir suchen jetzt einen... wir suchen immer Journale, natürlich, aber auch einen Safe. Achtung, halten Sie Ihre Stellung! Verstärkung ist unterwegs! Och nö, ist nicht dein Ernst. Gleich. Erstmal muss ich den Eintrag lesen. Hier gibt es zwei Einträge. Trennung. Eintrag 1. Als ich die hysterische Rede des Anführers gehört hatte, fingen die ganzen Puzzleteile an, sich zu einem Bild zusammenzusetzen. Die Übergriffe auf unsere Patrouillen, meine Gefangennahme als Repräsentant der Polis, die Existenz von D6 ist kein Geheimnis mehr und ein großer Krieg steht der Metro bevor. Ist ja fast so, als hätten wir es angesagt. Schön. Ganz viele Sachen für uns. Oh, er hat mich gesehen. Ach, das ist eine Schrotflinte. Ups. Ja gut, wenn die mich jetzt eh schon gesehen haben. Ich glaube, du wurdest festgenagelt. Von mir. Ich sehe den zweiten nicht mehr, doch da. Du bist nicht nur getroffen, du bist gleich tot, mein Freund. Oh, da oben. Ja, einer von uns wird es hier nicht lebend durchschaffen. Das war's dann du. Nee, das ist... Ist aber ein Revolver mit Shotgun. Dann muss ich ja... Oh Gott, wo habe ich denn meinen anderen Revolver hingelegt? War der nicht hier unten? Da. Gut. Gut, gut, gut. Dass ich den doch noch hab. Wir müssen richtig ordentlich... Ist aber auch nochmal eine andere Waffe, ne? Wir müssen richtig ordentlich Munition suchen, sammeln und horden. Wir spielen nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, wir spielen schon auf Überleben. Was bedeutet in unserem Falle, dass wir nicht unendlich viel Munition finden werden, sondern echt ein bisschen aufpassen müssen, was das angeht. Und das werden wir auch. Wir werden so ziemlich jeden looten, den wir looten können. Hier für die Zukunft auch mal einfach Tür aufmachen. Die haben echt versucht, auf Entfernung mit einer Shotgun zu kämpfen. Na gut, er nicht. Er war clever. Was mit dir? Du warst auch clever. Gut. Dann ab nach oben mit uns. Ich ergebe mich, hörst du? Ja, ich höre. Los. Runter mit dir. Ich gebe. Sollen die Obermotze es da rauskämpfen? Mir reicht's. Das ist vollkommen in Ordnung. Werde ich trotzdem bewusstlos schlagen, okay? Weil ich kann es mir nicht leisten, dass du mir jetzt in den Rücken fällst. Eintrag 2. Ein Begleiter wie Pavel zu haben, erleichtert mich sehr. Es scheint, dass er schon mal hier gewesen ist und die Absonderlichkeiten des Reichs überraschen ihn nicht. Ich wünschte, ich wüsste, auf welcher Art Einsatz er ist. Aber ich finde nicht den richtigen Augenblick für ein Gespräch. Nee, ist auch sehr schwer, wenn er gefangen genommen wird. Pavel schien vorher schon zu wissen, dass das Reich sich für einen Krieg rüstete, so wie jeder andere auch, Artyom. Während das für mich eine Enthüllung war. In der Metro kursieren bereits Geschichten über die Vorratslager, die wir in D6 gefunden haben. Der Orden hatte nicht vor, den Fund an sich zu raffen, aber uns geht die Zeit aus. Das zu erklären.
Das Reich geht dem Orden schon fast an die Kehle und versucht, die Kammer einzunehmen. Was würde also passieren, wenn die Rote Linie und die Hanse von dem Bunker erfahren? Das ist also der Krieg, von dem Miller sprach. Wie schon gesagt, jeder weiß davon, Artyom. Ah, du bist aber auch nicht gerade der Klügste. So, wir haben ihn ja nicht getötet, wir haben ihn ja wirklich nur ausgeschaltet. Und das ist eigentlich gut genug, meiner Meinung nach. Wir müssen ja nicht jeden töten, nur die, die auch auf uns schießen. Wo müssen wir denn lang? Ach, haha. Ich glaube, es war gut, dass wir ihn nur ausgeschaltet haben. Alles gut mit dir, Buddy? Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Yo, Bro! Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0,0 nach Hause. Scheiße! Die kommen meinetwegen! Bringe mich zur Schlinge! Viel Glück, mein Freund! Du bist jetzt meine einzige Hoffnung! Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte! Ach, der arme Pavel. Wir müssen ihm wirklich helfen. Was ist denn hier los? Was zur Hölle geht da gerade ab? Was? Ich bin mir nicht sicher? Ich glaube, die haben mich gehört, oder? Das wäre jetzt uncool. Niemand auf dein Lager auf. Na und? Ich habe den einzigen Schlüssel. Du könntest mir wenigstens sagen, was da drin ist. Immer diese Geheimnisse. Überhaupt keine Geheimnisse. Eine Waffe, die ich einem dieser lästigen Police Ranger abgenommen habe, die wir letzte Woche erwischt haben. Spezialanfertigung. Respekt, Mann. Alle mal aufpassen. André Sniper bin. In Ordnung. Machen wir das eben nächstes Mal. Klingt ja gut. Frage ist, geht er jetzt dahin? Ja, geht er. Das ist gut. Wenn ich mich hier verstecke, kann ich ihn nämlich gleich erschlagen. Und mir den Schlüssel holen. Hoffe ich. Funktioniert? Hat funktioniert? Du hast doch aber den Schlüssel, hast du gesagt. Komm nochmal. Boom. So. Schade, dass man hier nicht die Gegner einfach so wegzerren kann. Ich dachte, du hast den Schlüssel bei dir.
aber offensichtlich nicht. Verdammt. Okay, das wird jetzt hier so ein bisschen schwieriger. Oh, das war gerade sehr knapp. So gut selber machen. Oh, das war gerade sehr, sehr knapp. Aber das Schöne ist, ich kann hier Licht ausmachen. Wer geht jetzt wohin? Du gehst da jetzt hin. Okay, dann werde ich dich ausschalten, danach dich da hinten. Haltst du da unten mal die Klappe? Das ist nervig. Danach dich ausschalten und dann gehe ich unten lang. Okay, du machst da hinten weiter, das ist super. Könntest du bitte jetzt schnell einfach dich da ranstellen, damit ich dich... Na, du rufst gar keinen mehr. Gut. Haben wir auch erledigt. Ich würde gerne hier lang gehen. Nicht da oben lang. Dich schnell erledigen. Danke. Bei einer Seite werden wir hier auf jeden Fall gleich machen. Wir werden uns unten nämlich auch einmal umschauen. Ja, was machst denn du da? Kollege. Oh, das finde ich ja sehr uncool, dass du hier auch immer ein- und ausgehst. Ich meine, das kann ganz gut sein. Oh, hier kann man auch rein. Das kann ganz gut sein. Wenn du jetzt nämlich nochmal rausgehst, kann ich dich vielleicht erledigen. Bumm. So. Oh oh. War zu knapp, als dass es mir gefallen hat. Das war echt viel zu knapp. Gut, jetzt noch ihn. Und dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Hey! So, was hast denn du da? Nichts Interessantes. Wir suchen ein rotes Bändchen, weil rote Bändchen bedeuten Schlüssel. Okay, wir können anscheinend Akkordeon spielen. Ich hatte nur gerade ein bisschen Schiss, dass da irgendwie was großartig passiert. So, wir hören da hinten einen Mann oder so, der krank ist. Hey, wer ist da? Niemand. Das ist einfach nur ein normales Gewehr, ein normales Bastardgewehr. Gut. Du warst ja nicht wirklich challenging. Gut, dann habe ich noch das zweite, was ich herausfinden will. Du bist abgeschlossen, okay. Da hinten geht's aber noch lang. Haben wir hier hinten was? Hä? Wer ist da? Nicht schießen, Mann! Nimm alles, aber töte mich nicht! Bitte! Gerne? Bitte, bring mich nicht um. Wie gesagt, mache ich gerne. Aus den eigenen Reihen, Mistkerle. Gott, wie ich dieses Leben hasse.
Die Menschen sind schlimmer als Bestien. Ich will dich nicht umbringen. Ich weiß gar nichts. Hab... Ja, ja. Alles gut, ich will dich nicht erledigen. Ich will mich nur umgucken. Ich? Was ist denn das für eine Aussage, mein Freund? Aber dass es hier hinten lang geht, das wusste ich gar nicht. Was hat denn der da gemacht? Hast du das gehört? Der Alarm gilt noch immer. Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten. Ich habe meine Waffe in meiner Hose, während du deine im Buch abgegeben hast. Wow. Ja, ja. Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Okay, erklärt mir mal bitte, warum da gerade einer rückwärts gegangen ist, mit Händen nach oben. Okay, da sind ganz viele, da könnte ich aber das Licht ausmachen. Oh, da sitzt noch einer. Mache ich trotzdem. Geh du mal nachgucken, ich erledige dich schon, keine Sorge. Mach mal. Wir haben jetzt auch ein Nachtsichtgerät, das ist geil. Ich meine, so dunkel ist das Spiel jetzt nicht. Aber es hilft. Alles okay hier. Warst du der, der gesessen hat? Nee. Also muss ich aufpassen. Wann ich dich wie erledige. Warum sitzt du da hinten noch? Mann. Oh oh. Du kommst hier raus, ne? Ja. Frage ist, wie du läufst. Egal. Jetzt läufst du gar nicht mehr. Wie wär's denn damit? So, können wir hier die Tür öffnen? Nein. An das Areal kann ich mich so überhaupt nicht erinnern. Warum eigentlich? Man kann übrigens in dem Spiel wirklich weit kommen, indem man einfach alle ganz in Ruhe ausschaltet. Wirklich weit. Indem man einfach eine Runde wartet. Ein bisschen schleicht. Kann man sehr viel erreichen. Und das werden wir auch versuchen. Ja, ich weiß, in dem Ausbruchslevel hätte ich auch ein Achievement bekommen, wäre ich da ganz in Ruhe gewesen. Man kann ja nicht alles haben, ne? Okay, wir wissen jetzt, wie er sich verhält. Das heißt, wenn er wieder zurückkommt, werden wir uns mal ranschleichen, ihn kurz bewusstlos schlagen und uns dann um den, der da sitzt, kümmern. Ach, schön, wie das funktioniert. Wir haben jetzt eine schallgedämpfte, ordentliche Waffe. Das ist auch toll. So. Bumm. Mach ich doch gern. Bumm. Mach ich doch gern. So, wir können hier normal rumlaufen. Ich will erstmal da hinten gucken, was man hier findet. Hier geht's runter.
Okay, hier geht's auch runter. Ja. Gut, dann wird's aber wahrscheinlich so sein, dass das da der ruhigere Weg ist. Also werde ich auch diesen ruhigeren Weg mal folgen. Zeug. Wir sind schon relativ reich, tatsächlich. Das ist super. Ach du Heiliger. Das ist ja eine Riesenstation. Oh, ich mag es nicht, im Licht zu sein. Muss ich auch gar nicht. Ich kann auch unter denen mich bewegen. Oh, aber da... Guckst du zu? Die sagen, er wird hängen. Ich habe genug Hinrichtungen gesehen. Obwohl, ich sollte meinen Sohn vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benimmt sich in der Schule immer daneben. Ich sollte ihm mal zeigen, was schlechte Schüler erwartet. Und was, wenn sie diesen Rotten verschonen, ihn zum Tunnelgraben verdonnern? Ha, im Leben nicht. Die Schüler warten bereits auf ihn. Was bringt es überhaupt, einen Typen hängen zu sehen? Er baumelt und die Pisse läuft ihm an den Beinen runter. Haben wir doch alles schon gesehen, oder? Das ist gut für die Moral und festigt die Disziplin. Scheiß auf diesen Kommunisten. Lass uns Karten spielen. Mit Patronen als Einsatz. Wenn ich alles hier sehen will, werde ich wohl nicht an einem Schussgefecht vorbeikommen. Ihr seht mich nicht. Ach du Heiliger. Dann werde ich wohl möglicherweise echt ein, zwei Probleme hier bekommen. Nichts. Wer hat gedacht, was gesehen zu haben? Ihr. Nein. Du hast gar nichts gesehen, mein Freund. Er hat mich wirklich gesehen. Ich glaub's nicht. Der kann mich mal. Nein, 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 nein. Kopfschüsse müssen jetzt sitzen. Sonst hab ich Probleme. Ach, ihr könnt mich alle mal. Ich wäre friedvoll hier rausgegangen. Ich hätte euch nur bewusstlos geschlagen. Aber nein! Du Schwein! Wir erleiden Verluste! Er muss ja Röntgenblick drauf haben. Dafür krieg ich dich. Ja, komm raus. Au. Komm raus. Tot. Tot. Nicht tot. Scheiße. Er ist auch noch nicht tot. Komm raus! Komm raus, du! Ach, komm schon! Das war durch sein Visier geschossen, also bitte. Da ist er. Getroffen. Ach, du bist gestorben. Cool. Das kann doch nicht sein. Ey. Kann doch echt nicht sein. Dass du durch Wände gucken kannst. Ist doch echt nicht schön. Ich meine, rein loot-technisch super. Wir haben jetzt ein bisschen was an Loot. Ach du Heiliger, was sehe ich denn da?
Eins, zwei schwere Soldaten. Okay, es sind mehr als eins, zwei. Von denen überleben wir nur, wenn wir wirklich auf Entfernung unseren Vorteil nutzen. Das waren doch aber drei, oder nicht? Naja, nichtsdestotrotz können wir uns jetzt einmal genauer umgucken, wenigstens das. Also es hat ja auch sein Gutes, wenn auch sehr viel Schlechtes, dass wir jetzt hier alle erledigen mussten. Ja, mein Karma wird sehr darunter leiden, bin ich mir fast schon sicher. Aber wie schon gesagt, wir können uns jetzt auch wesentlich mehr umgucken wieder. Ohne Angst zu haben, gleich erschossen zu werden. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich eine neue Waffe da hinten. Weil es ist tatsächlich so, dass Feinde in Metro... da ist ein Safe. Es ist natürlich so, dass Feinde in Metro auch die Waffen, die sie nutzen, gerne mal fallen lassen. Machen wir auch mal aus, einfach... Nein, ich will's ausmachen. Kollege, mach Lichter aus. Das macht's natürlich sehr, sehr schön für uns. Wenn wir Gegner haben, die sehr starke Waffen haben. Weil dann können wir potenziell diese auch aufheben. So, also, was hattest du? Ich ergebe mich! Das ist schön. Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen! Leg sie weg. Das machst du gut, alter Mann. Machst du sehr gut. Kann ich dich trotzdem? Danke. Keine Sorge, das ist ja nichts Schlimmes. Wir haben dich nun mal ausgeschaltet. Haben dort jetzt mal aufgemacht. Was haben wir hiermit geändert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hier haben wir einen Eintrag und einen Schlüssel. Oh geil, den Schlüssel habe ich gesucht. Eintrag 1. Einrichtung. Im Grunde hat es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigten Administration hielt nur für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen, als klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte. Dass die Gerüchte über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Ural versteckt halten, genau das waren. Gerüchte. Und dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde. Danach kämpfte jeder nur noch für sich selbst. Die Stationen wurden zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf. Um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbaren Bodens. Nicht mal ein Viertel von jenen 200.000, die in der Metro ihre Zuflucht vor dem Weltuntergang fanden, hat überlebt. Die Hanse, die Rote Linie und das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen und mit mehr Entschlossenheit gekämpft hätten. Aber nicht in einem dieser 20 Jahre des Blutvergießens war in der gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nun vor einem neuen, letzten Weltkrieg steht? Oh, das wäre uncool. So, jetzt wüsste ich aber gerne mal, was ich hier unten an, aus, aufgemacht habe. Sehe ich nicht. Gut, egal. Wir gehen jetzt hier den Safe plündern. Weil im Safe gibt es immer schöne Sachen. In dem Falle Moon. Und dann gehen wir mal hier lang. Wach auf, verdammt, dieser Erd. Wie steht's man noch zu Hungern zwingt? Das dreht wie Glut im Kratzer Herd. Tun mit Macht zum Durchbruch. Was zum... Okay.
Tja, ich bin gerade im Dienst, also werde ich auch teilnehmen. Machen mal Licht aus. Im Namen des Großen Reichs wird der kommunistische Agent, der im verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Fickt euch! Tot den Faschisten! Können Sie mit Rat wegkommen? Lernen wir das Reich! Es war's zum Alter. Wer ist da? Niemand. Habe. Weg von hier! Das wird ja ein zweites Stalingrad. Na super. Was ist da hinten? Nichts. Gut. Lass uns gehen. Oh, Scheiße. Pavel, schnell! Dank dir. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier, und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Ha! So macht man das! Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend, aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung, unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann bist du zur Polis und ich zurück nach Hause zurück in Limburg, okay? Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Die wollen nicht, die wollen hier nicht her, weil sie Angst haben vor dem, was hier hinter ist. Und ich meine, wenn das hier der erste Blick ist, kann ich sie noch nicht verübeln. Aber wir werden erst in der nächsten Folge herausfinden, was uns noch erwartet. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos.